Welch ein Triumph, welch eine Freude, welch ein Wahnsinn. Die U15-Juniorinnen des SC Charlottenburg Berlins krönen sich zu Berliner Meistern. Bereits eine Woche zuvor sicherten sich die U18-Juniorinnen des SCC den Mannschaftsmeistertitel und machten somit das Double perfekt. Die Mädchen haben das wieder super gemacht heute. Letztes Wochenende U18 gewonnen, dieses Wochenende U15. Überglücklich. Erstmals gingen am Wochenende die Mannschaftsmeisterschaften im Tennis der Altersklasse U15 über die Bühne. Auf dem Vereinsgelände des SCC waren alle Augen auf die talentierten Nachwuchsspielerinnen gerichtet. Im Finale trafen die Charlottenburgerinnen auf die Juniorinnen des Tennisclubs Blau-Gold Steglitz. Von Beginn an waren die Gastgeberinnen die klaren Taktangeber. Die Nummer 1 des SCC, Julia Zhu, setzte sich mit zwei starken Sätzen gegen Anna Fialkowska durch, ohne auch nur ein Spiel abzugeben. Corinna Riedmann entschied ihr Match gegen Sophie Ginko mit 6:2 und 7:6. Auch Yuki Alexander und Anouk von Riesen trugen mit ihren Leistungen ihren Teil zum Erfolg bei. Mit 3:1 beendeten die Juniorinnen des SCC das Finale gegen den Tennisclub Blaugold Steglitz. Ich bin schon sehr glücklich, dass wir zum zweiten Mal jetzt die Berliner Meisterschaft gewonnen haben. Dass der neu eingeführte Mannschaftswettbewerb, welcher vom Tennisverband Berlin-Brandenburg ausgerichtet wurde, ein voller Erfolg war und großes Ansehen erlangte, ist besonders auf Seiten der Nachwuchstalente und des Trainerstabs zu erkennen. Besonders an Mannschaftsspielen ist immer die Stimmung, die Zuschauer auf dem Platz, neben dem Platz. Man kann coachen, das ist ganz wichtig für die kleinen Mädchen. Doch nicht nur bei den Mädels war die Freude groß. Auch ihre männlichen Vereinskameraden sicherten sich die Meisterschaft und setzten somit ein klares Zeichen. Trainer Cesar Palomero ist mächtig zufrieden mit seiner Mannschaft. Wir sind Berliner Meister und ich habe sehr gute Jungs. Das ist gut für den Club und deswegen sind wir alle zufrieden. Kein Problem geht's. Immerhin machten seine Söhne Mariano und Diego sowie ihre Teamkollegen Matteo und Paul kurzen Prozess. In allen vier Einzelmatches schlugen sie ihre Gegner vom LTTC Rot-Weiß und das ohne einen einzigen Satz abzugeben. Die Nummer 1, Mariano, setzte sich im Top-Match gegen Lennart Jürgensen mit 6:1 und 6:2 durch. Also ich bin sehr zufrieden, vor allem weil wir wirklich alle gut gespielt haben und sehr viel dazugelernt haben. Naja, eigentlich wollte ich einfach nur gewinnen. Dementsprechend früh also die Entscheidung und Zeit für die Siegerfotos. Und da das Endergebnis ja bereits feststand, ist man die Doppel danach etwas ruhiger angegangen. Die Leistung war ausgezeichnet von jedem Einzel. Bei Einzel war die Sache ja zu Ende und die Doppel haben nur gespielt. Und alles in allem ein weiteres erfolgreiches Wochenende für den SCC, der sich nach vergangenem Wochenende erneut über zwei weitere Titel freuen darf. Aber ganz sicher folgen noch viele weitere Wettkämpfe voller Freude, Triumph und Wahnsinn. Und natürlich auch Titel für den SCC, die Zukunft bringen wird.